In den letzten Monaten ist viel passiert. Beginnen wir gleich mal mit einem Schock. Fabian ist verstorben. Ich habe es beim letzten Rudeltreffen gehört und wir können natürlich nichts beweisen, aber ich vermute, Rory und Lou haben etwas damit zu tun. Außerdem eine gute Nachricht. Ich habe die Uni abgeschlossen. Ja, tatsächlich. Es ist endlich passiert. Ich kann es kaum glauben, aber mir steht nur noch die Abschlussfeier bevor. Raya ist mittlerweile übrigens ausgezogen. Sie lebt mit ihrem Freund zusammen in Brindleton Bay. Und sie erwartet tatsächlich ihr erstes Kind. Unglaublich, oder? Auch die Kleinen werden bald zu Teenagern. Wie kann das eigentlich sein? Die Zeit vergeht viel zu schnell. Außerdem habe ich endlich verstanden, dass meine große Liebe immer direkt vor meinen Augen war. Deshalb habe ich sie gefragt, ob sie meine Frau werden möchte. Und wir werden heiraten. Hallo, ich bin Ellie Jenüx und das ist der 30. Part meiner Werwolf-Challenge. Viel Spaß! Wie ihr gesehen habt, dieser Part hatte mal wieder ein Intro und das hat einen ganz besonderen Grund. Wenn alles nach Plan läuft, dann ist das hier der allerletzte Part unserer Werwolf-Challenge. Das ist das Finale. In diesem Part wird deshalb jede Menge passieren. Es findet eine Hochzeit statt, Jana muss Alpha werden und außerdem haben die Vierlinge Geburtstag und werden zu Teenagern. Und damit alles wirklich Sinn macht, wird es dazwischen auch immer wieder ein paar kleine Filmsequenzen geben. Aber dann starten wir gleich mal in den Part hinein, denn es gibt jede Menge zu tun. Und so starten wir in den Part hinein. Hier haben wir unsere Iana und unsere Lily und aus irgendeinem Grund haben sie sich gerade gestritten. Ich habe keine Ahnung warum. Auf jeden Fall sind die beiden mittlerweile ja verlobt, wie ihr aus dem Intro schon wisst. Iana kennt einfach viel zu viele Menschen. Hier haben wir unsere Lily. Die beiden sind Seelenverwandte, sie sind beste Freunde, sie sind verlobt und natürlich findet Iana Lily auch attraktiv. Außerdem sind sie schwer verliebt ineinander. Also ich finde die beiden wirklich unglaublich süß und in diesem Part werden die beiden dann eben auch heiraten. Iana hat die letzte Uniwoche hinter sich gebracht und die Noten sollten sehr, sehr bald kommen. Außerdem wurde unser Julian zum Teenager und er sieht ein bisschen wild aus. Also er sieht jetzt so aus und irgendwie ist allen immer kalt, weil ich glaube, ich kein Thermometer habe. Und Alaska hat ihm gerade beim Pinkeln zugesehen. Toll. Einfach nur großartig. Und hier sind auch schon die Endnoten. Iana hat in Aufspüren von Zusammenhängen in historischen Daten eine 2+ und in wechselnde Demografien eine 1+. Das bedeutet, ihr Semesterdurchschnitt ist 1- und der Notendurchschnitt ist 2. Also absolut großartig. Das bedeutet normalerweise, genau, sie hat die Uni abgeschlossen und morgen ist die Abschlusszeremonie. Eine aufregende Zeit liegt hinter Iana und morgen findet ihre Abschlusszeremonie statt. Es wird Zeit zu feiern. Ja, ich weiß jetzt halt nicht, wann die stattfindet. Steht das vielleicht im Kalender? Ah, hier. Morgen um 10.09 Uhr. Was ist das bitte für eine Uhrzeit? Aber okay, dann findet das morgen um 10 Uhr statt. Und danach werden wir mit den Vierlingen Geburtstag feiern. Das ist nämlich auch morgen. Und am Sonntag werden wir heiraten. Das würde ich jetzt sehr gern planen, aber ich glaube, wir haben keine gute Location. Naja, wir könnten einfach hier im Park heiraten. Das wäre irgendwie ganz süß. Dann ist es eine kleine, bescheidene und charmante Hochzeit, weil die Hochzeiten funktionieren bei mir eh nie ganz richtig. Und dann feiern wir einfach hier. Unser Brautpaar ist Iana und Lily. Trauzeugen und so haben wir keine, aber das ist eh alles immer so unglaublich verbuggt. Dann kommen natürlich unsere Kinder. Julian ist ja auch unser Kind. Den vergesse ich gern. Aluna darf kommen, Hannah, Anissa, Raya. Lou auf keinen Fall, den möchte ich niemals wiedersehen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, er wird noch kommen. Fabian und Maya, ich glaube, die sind irgendwie mit Lily verwandt. Zumindest haben sie den gleichen Nachnamen und rote Haare. Ich würde noch gern Ryas Freund einladen, aber ich weiß nicht, wie er heißt. Ist nicht so schlimm, dann laden wir einfach nur die ein. Wir werden auf jeden Fall einen ehelichen Kuss haben, vielleicht eine Rede halten und Gelübde ablegen. Aber alles andere brauchen wir, glaube ich, nicht. Ich glaube, sie wollen es möglichst klein halten. Ich glaube, wir brauchen auch noch andere Hochzeitskleider, weil das geht mal absolut gar nicht.
in welcher Farbe sie wohl gern heiraten würde? Ich habe absolut keine Ahnung. In weiß? Ich weiß nicht, ob ich weiß so passend finde für die beiden. Oh mein Gott, das sieht ja toll aus. What? Das gibt's in so schönen Farben. Ich glaube nämlich, langsam steht sie zu ihren Narben und es stört sie nicht, wenn man sie sieht. Deshalb schaue ich mal, oh, das ist vielleicht ein bisschen zu gewagt, ob ich ein Outfit finde, wo man auch ihre Narben sieht. Ja, nehmen wir einfach das in irgendeiner schönen Farbe. Ich glaube, ich möchte sogar das Rosane nehmen. Das finde ich sehr, sehr süß. Und vielleicht finden wir eine Frisur, wo ihre Haare hochgesteckt sind. Wie gesagt, langsam kann Iana sich mit den Narben abfinden. Und deshalb hätte ich irgendwie gern mal eine Frisur, wo man ihr ganzes Gesicht sieht. Ja, perfekt. Das sieht doch gut aus. Und schon ist Ianas Hochzeitslook fertig. Und dann müssen wir natürlich auch noch schnell Lilly etwas anderes anziehen. Ich glaube, sie wird etwas Schwarzes tragen. Oder etwas Rotes. Lilly sieht auch ganz schön wild aus. Naja, darin kann sie auf keinen Fall heiraten. Ich glaube, ich gebe ihr sogar das. Ich meine, es ist ein bisschen untypisch, in Schwarz zu heiraten, aber es ist Lilly. Lilly kann machen, was sie möchte und ich glaube, ihr würde das tatsächlich am besten gefallen, weil sie jetzt in ein weißes Kleid zu stecken, das passt irgendwie gar nicht. Also schaut mal, ich finde, das sieht sehr, sehr seltsam aus. Ich glaube, Schwarz passt viel besser zu ihr und deshalb machen wir das. Ich glaube, sie trägt keine Schuhe. Deshalb gebe ich ihr noch schnell irgendwelche hohen Schuhe. Das ändert absolut gar nichts. Großartig! Und dann sind wir auch mit Lilly fertig. Kleidervorschrift nehmen wir einfach Boho. Obwohl ich, wenn ich ehrlich bin, noch immer nicht genau weiß, was das eigentlich ist. Und dann heiraten wir einfach hier im romantischen Park um... Was ist eine gute Zeit? Ja, sagen wir einfach um 12. Ich glaube, das passt ganz gut. Der Plan ist jetzt wie folgt. Heute werden wir mit Iana jetzt nochmal zu ihrem Werwolfrudel reisen, denn sie muss ja immerhin noch Alpha werden. Und ich hoffe, das klappt jetzt auf einmal, aber das werden wir dann sehen. Morgen haben wir dann die Abschlussfeier bei der Uni und dann feiern wir mit den Vierlingen Geburtstag. Und am Sonntag findet dann die Hochzeit statt. Das ist der Plan für diesen Part. Und dann werden wir sehen, wie das alles ausgehen wird. Das bedeutet, Iana darf jetzt tatsächlich noch schnell auf die Toilette. Warum ist denn hier eigentlich alles kaputt? Also, in diesem Haushalt geht alles drunter und drüber und ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir haben einfach zu viele Werwölfe in diesem Haus. Und übrigens, während ich weitergespielt habe, hat es hier auch gebrannt. Nämlich alles hat gebrannt, auch Lilly hat gebrannt. Und ich war schon so, okay, vielleicht nimmt diese Challenge ein ganz anderes Ende als gedacht. Deshalb, Lilly, mach bitte mal das Feuer aus. Ich möchte nicht, dass du schon wieder brennst. Und genau, es ist noch eine Sache passiert, die sehr, sehr tragisch ist. Ich habe ja im Intro gesagt, dass Iana sich immer mehr verfolgt fühlt und die ganze Familie überall fremde Werwölfe sieht. Und dann haben wir auch noch die Benachrichtigung bekommen, dass Fabian verstorben ist. Also der gute Werwolf, der in Ianas Rudel war und der Vater von Aleska und Danny ist, ist einfach verstorben. Ich weiß jetzt nicht ganz, was ich davon halten soll. Ich finde das alles schon sehr, sehr verdächtig. Und wir haben ja auch im letzten und überletzten Part immer überall fremde Werwölfe gesehen. Also es wirkt wirklich so, als würde Iana und ihre ganze Familie beschattet werden. Aber wir reisen jetzt einfach mal zur Bar und hoffen, dass wir auf Christopher Volkov treffen. Ich glaube, der will eh mit uns sprechen, weil wir irgendwas schon wieder nicht gemacht haben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir noch mit ihm kämpfen und ihn besiegen, damit Iana zum Alpha des Rudels wird. Und hier sind wir, genau. Wir haben eine Moonwood-Benachrichtigung. Christopher Volkov hat Iana aufgefordert, ihn aufgrund disziplinarischer Maßnahmen Rede und Antwort zu stehen. Es ist besser, ihn nicht warten zu lassen. Ich weiß nicht, was wir schon wieder nicht erfüllt haben. Mir kommt vor, ich habe... Oh, Diplomatie? Ich weiß nicht, was wir gemacht haben. Ich habe keine Ahnung. Christopher, bist du hier irgendwo? Das wäre wirklich toll. Wir wollen ohnehin mit dir kämpfen. Karina ist auch verstorben. So viele tote Werwölfe und Hannah. Ja, irgendwas geht hier wirklich nicht mit rechten Dingen zu. Lade Christopher einfach mal ein. Wir werden mal hingehen und über unsere Interessen schwärmen. Ich möchte ja, dass er uns gern hat. Oh, hier ist... Nein, Iana, rede nicht mit Rory. Was ist mit dir? Ich weiß nicht, was sie machen wollte mit Rory. Rory tanzt hier und ist natürlich schon wieder mal da, wo wir sind. Wie sollte es anders sein?
Vlad, ich kann mich jetzt nicht mit dir prügeln. Ich habe keine Zeit. Kannst du bitte einfach verschwinden? Bei Rudelführung melden. Was hat er zu sagen? Ich bin schon sehr gespannt. Bitte sei nicht gemein zu uns. Wir sind doch eh so lieb. Immer... Oh, wow. Iana. Was? Aufgrund deines Verhaltens muss ich dich im Rang herabstufen, Iana. Diese Unterhaltung ist für keinen von uns beiden angenehm. Aber wenn du zu diesem Rudel gehören willst, musst du dich auch so verhalten. Stuft er uns jetzt wirklich ab? Nein, oder? Okay, wir haben nur ganz ein bisschen verloren. Ist mir aber relativ egal. Wir werden ihn jetzt gleich mal herausfordern. Denn wir werden jetzt zum Alpha werden. Führung um Alpha-Rang herausfordern. In, ich weiß nicht, machen wir ein episches Tauziehen? Nein, wir machen einen ehrenhaften Kampf. Ich glaube, das haben wir schon mal versucht und es ging nach hinten los. Aber vielleicht klappt es ja diesmal, wer weiß. Und Iana hat sich verwandelt. Und nun verwandelt sich auch er. Ich bin schon sehr gespannt. Das sehen wir uns jetzt ganz genau an. Ich hoffe, so sie gewinnt, weil sonst müssen wir da jetzt jeden Tag wieder hin. Was ist denn das schon wieder für ein Bug? Er steht einfach nur da. Okay. Jetzt kämpft er auch mit. Nein! Wir haben schon wieder verloren. Ach, Iana. Was ist denn das? Und jetzt fühlt sie sich auch noch schlecht. Sie ist benommen. Ja gut, jetzt kämpfen wir auch gleich noch mit Vlad, oder? Können wir das? Übernatürlicher Kampf. Wir kämpfen auch gleich nochmal mit Vlad, der aus irgendeinem Grund kokett ist. Keine Ahnung warum. Okay, der Kampf geht schon los. Das war schnell. Jetzt kämpfen die beiden. Ich hoffe, dass Iana wenigstens hier gewinnt. Iana, streng dich an. So ein blöder Vampir wird doch wohl nicht gegen dich gewinnen, oder? Und Christopher feuert uns an. Ich mag Christopher nicht. Er ist nicht lieb. Also, er ist besser als Lou und Rory. Aber er sieht eben nicht ein, dass wir in Wirklichkeit Alpha sein sollten. Wenigstens das. Sie wünscht sich etwas trinken. Okay, können wir jetzt wieder gegen ihn antreten? Weil jetzt fühlt sie sich ja gut. Nein. Vielleicht finden wir noch ein paar andere Werwölfe, mit denen wir kämpfen üben können, um uns besser darauf vorzubereiten. Kann irgendwer mit uns kämpfen? Kannst du mit uns kämpfen? Zum Tauziehen herausfordern, das machen wir jetzt mal. Ich weiß nämlich nicht, was das Tauziehen ist. Ah, vielleicht sollten wir das dann probieren. Vielleicht gewinnt sie da. Ja, egal. Das müssen wir dann auf jeden Fall eh morgen machen. Irgendwie sind die Werwölfe schon wieder verbuggt, oder? Klasse, EA. Einfach großartig. Und wir haben jetzt 2 Uhr früh. Wie ihr seht, Iana ist noch immer hier in Moonwood Mill. Sie tanzt hier. Daneben haben wir tatsächlich Fabian. Also ich glaube, der Bruder von Lily. Aber wie ihr seht, Christopher ist noch da. Nein, jetzt läufst du ganz sicher nicht weg. Denn wir werden jetzt gleich nochmal versuchen, ihn herauszufordern. Aber diesmal werden wir ein episches Tauziehen machen. Ich habe keine Ahnung, ob das vielleicht besser ist für Iana. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann es nicht einschätzen. Aber wir werden es gleich sehen. Go, Iana, go. Oh mein Gott, Iana hat gewonnen. Heißt das, sie ist jetzt... Iana ist Alpha der Moonwood-Kommune und hat das Bestreben abgeschlossen. Sie hat Stil, sie ist fit, sie ist der Moonwood-Kommune-Hit. Oh mein Gott, wie schlecht war dieser erste Satz. Iana ist im Rang aufgestiegen und die beste Botschafterin der Kommune geworden. Welchen Weg wird sie als nächstes beschreiten? Oh mein Gott, ist das toll. Aber wir werden jetzt kein neues Bestreben wählen, denn wie ihr wisst, die Reise mit Iana ist bald vorbei. Denn wir spielen dann ja mit Alaska und Regina weiter und zwar die Disney Challenge. Ich freue mich da schon unglaublich drauf, vor allem, weil wir gleichzeitig die Geschichte der Prinzessin und des Bösewichts spielen. Und das finde ich wirklich sehr, sehr cool. Und ich freue mich schon sehr drauf. Aber es kann noch ein paar Wochen dauern, weil ich da noch einige Dinge vorbereiten muss. Aber auf jeden Fall ist das jetzt vermutlich der letzte Part unserer Werwolf-Challenge. Einfach unglaublich. Iana ist in der Moonwood-Kommune auf den Alpha-Rang aufgestiegen und führt das Rudel offiziell an. Neue Inhalte freigeschalten. Einzigartige Macht über Rudelmitgliedschaft und Ränge. Besondere Interaktionen mit den Mitgliedern beider Rudel und dem Baumtreffpunkt. Die Wanduhr Mondlichtfabel wurde zum Inventar von Iana hinzugefügt und kann jetzt auch erworben werden. Was ist das für eine Uhr? Oh cool, die liebe ich, die ist voll schön. Aber wirklich testen, was Iana als Rudelführung machen kann, werden wir in diesem Let's Play ja leider nicht mehr. Aber vielleicht machen wir das ja nochmal in irgendeinem anderen Let's Play.
Vielleicht, aber eher nicht, weil, wie ihr wisst, ich finde Werwölfe ein bisschen anstrengend. Und jetzt haben wir mitten in der Nacht und alle Mitglieder der Familie schlafen tief und fest und wir sehen uns morgen früh wieder. Es wird immer schlimmer. Ich fühle mich ständig beobachtet. Ich kann es zwar nicht beweisen, aber ich bin mir ganz sicher, Rory, Lou und ihr Rudel stecken dahinter. Und wir haben jetzt 9 Uhr früh. Lily ist schon wach. Sie fühlt sich unglaublich selbstsicher und denkt an ihre Verlobung. Also die beiden sind wirklich unheimlich glücklich miteinander. Und im Moment ist sie gerade dabei und backt einen Schokokuchen. Denn es haben ja heute die 4 Kinder Geburtstag. Also Alaska, Danny, Regina und Jasper. Und außerdem ist auch die Abschlusszeremonie. Das heißt, Iana wird jetzt auch gleich mal aufstehen und wird sich vorbereiten. Ich weiß da jetzt gar nicht, ob ihre Familie da mitkommen kann oder ob sie da allein hingeht. Ich habe tatsächlich, glaube ich, erst mit einem Sim die Uni abgeschlossen und ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr so ganz erinnern, wie das war. Fügt da schnell mal Geburtstagskerzen hinzu. Haben wir eigentlich keinen Thermometer? Ja gut, ich muss ganz schnell einen Thermometer kaufen, denn meine Sims erfrieren hier fast. Und wir stellen ihn auf Wärme ein. Iana wird dann noch schnell eine schnelle Mahlzeit essen. Sie isst einfach eine Acai-Bowl. Die Abschlusszeremonie findet bald statt. Möchtest du an ihr teilnehmen? Eine Absage wirkt sich nicht auf den Abschlussstatus deines Sims aus. Ja, aber ich möchte trotzdem mitgehen. Wir gehen natürlich hin. Ich glaube, Iana geht jetzt allein. Wir konnten zumindest nicht auswählen, dass wer mitgeht. Das finde ich sehr, sehr schade. Ich glaube nämlich, zumindest Lily wäre auf jeden Fall gern dabei gewesen. Oh mein Gott. Nein, Iana, nein, 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 nein. Kannst du dich bitte vorher zurückverwandeln? Was hast denn du da an? Was ist denn das? Das habe ich dir noch nie in meinem Leben gegeben. Zieh einfach irgendwas Schickeres an. Ja gut, das passt doch schon mal viel, viel besser. Sowas Cooles hast du leider nicht. Warum nicht? Das weiß niemand. Und hier findet die Stadt an Abschlusszeremonie teilnehmen. Schelmische Seele in der Nähe? Ein Bekannter von Iana ist in der Nähe. Nicht die nette Art von Bekanntschaft, die man jedoch besser kennenlernen möchte, sondern die Art, die man vermeiden möchte. Iana kennt diesen anderen Sim kaum, aber diese Aura des Unheils stört sie. Sie fühlt sich verfolgt und weiß, dass hinter jeder Ecke gefährliche Werwölfe lauern, die eben im selben Rudel wie Rory und Lou sind und die ihr und ihrer Familie schaden wollen. Es passt einfach so perfekt, sie fühlt sich einfach misstrauisch, deshalb. Ich hab's euch doch gesagt, sie werden verfolgt. Und außerdem ist sie traurig, offiziell wegen dem Sinn des Lebens, aber ich glaube eben nur deshalb, weil sie Angst um ihre Familie hat und um ihre ganzen Kinder. Immerhin wird sie auch bald zur Seniorin. Sie weiß, dass sie mit dem Alter schwächer wird. Sie weiß, dass sie sich nicht für immer um ihre Kinder sorgen kann. Und das bereitet ihr Kopfzerbrechen. Und deshalb ist sie wütend, obwohl sie es gerade geschafft hat, die Uni abzuschließen. Oh wow, was passiert hier? Oh, jetzt machen sie einen Foxbury-Jubel. Den möchte ich sehen. Vermutlich würde hier jetzt noch irgendeine Veranstaltung stattfinden. Oder zumindest würden ihre Uni-Kolleginnen mit ihr sicher gern was trinken gehen. Aber Iana hat andere Verpflichtungen. Also wir werden jetzt wieder nach Hause reisen. Und dann wird sie den Geburtstag mit ihren Kindern feiern. Deshalb reisen wir wieder nach Willow Creek und in unser Haus zu ihrer Verlobten und zu ihren ganzen zuckersüßen Kindern. Stimmt, Raya könnten wir eigentlich einladen. Aber nein, die sehen wir eh morgen bei der Hochzeit. Und aus dem Intro wisst ihr ja auch schon, dass sie schwanger ist. Ja, das Ding ist, ich weiß halt nicht, wen aus dieser Familie wir noch wiedersehen werden. Wir starten bei der Disney Challenge ja in ein brandneues Save-File. Aber wenn ihr möchtet, können wir schon früher oder später wieder auf alte Bekannte treffen. Also, dass sich dann auch einfach Raya und ihren Mann und ihr Kind oder ihre Kinder, wer weiß, was da noch passiert, einfach später auch ins andere Save-File holen. Oder irgendwann vielleicht auch Iana oder, keine Ahnung, Jasper, Danny. Ich weiß wirklich noch nicht genau, wie ich das machen kann. Aber schreibt mir da eure Ideen immer sehr gern in die Kommentare. Aber gut, jetzt wird Geburtstag gefeiert. In diesem Haus sieht es so schrecklich aus. Iana, kannst du mal ein bisschen Sachen wegwerfen? Lily, kannst du ein bisschen Staub putzen? Wir haben hier nämlich keinen Staubsauger. Und ich glaube, ich werde auch keinen kaufen. Wo kommt denn das alles überhaupt her? Aber während die beiden hier aufräumen... Iana, hast du es gerade aufgehoben und wieder auf den Boden geschmissen? Ist das ein Scherz? Ja, und Lily kümmert sich wieder drum. Das ist sehr, sehr nett von dir.
Dann wird jetzt aber unser erstes Kind Geburtstag feiern, und zwar unsere Alaska. Ich bin schon so gespannt, wie sie aussehen wird. Immerhin wird sie unser Schneewittchen. Und sie hat Geburtstag. Alaska ist älter geworden. Alaska hat sich zu einer vollwertigen Werwölfin entwickelt. Stimmt, Alaska ist ja auch eine Werwölfin. Aber damit bin ich nicht ganz so einverstanden. Also entweder wir verwandeln sie in einen normalen Sim, bevor ich das neue Let's Play starte, oder wir machen es Teil des Let's Plays, dass wir eine Heilung finden. Das weiß ich noch nicht genau, schreibt mir da eure Ideen, aber natürlich auch gern in die Kommentare. Und welches Merkmal wir ihr geben, weiß ich jetzt halt auch nicht. Das ist eine gute Frage. Ich meine, sie wird mal sehr viele Kinder bekommen. Das heißt vielleicht etwas wie familienbewusst, wenn es das gibt. Oder wir geben ihr treu. Treue Sims wertschätzen ihre Beziehungen und verschreiben sich ihnen mit Haut und Haaren. Wobei es keine Rolle spielt, ob es sich dabei um freundschaftliche, romantische oder berufliche Beziehungen handelt. Sie vermeiden es zu lügen und zu betrügen, da Vertrauen ihnen enorm wichtig ist. Ich finde, das passt sehr gut, denn sie ist ja immerhin die Gute der beiden. Ja, ich nehme jetzt einfach mal treu. Wenn ihr eine bessere Idee habt, wie immer, schreibt es mir sehr, sehr gern in die Kommentare. Und da sie sehr viele Kinder bekommt, würde natürlich entweder Supermutter, erfolgreiche Abstammung, große, glückliche Familie. Das finde ich toll. Ich glaube, ich nehme große, glückliche Familie. Das habe ich tatsächlich noch nie genommen. Keine Ahnung, was wir hierbei erreichen müssen. Aber ich hoffe, nicht mehr als 7 Kinder bekommen, denn 7 sind genug. Und wie sieht Alaska aus? Oh, wie süß ist sie. Ich freue mich schon so drauf, mit ihr zu spielen. Und dann fügen wir gleich weitere Geburtstagskerzen hinzu, denn dann hat unser Danny Geburtstag. Danny, komm mal her. Dann kannst auch du hier einmal die Kerzen auspusten. Danny war ja immer kreativ und dazu gebe ich ihm jetzt einfach aktiv, einfach weil er Ianas Kind ist. Und dann gebe ich ihm ein Sportbestreben. Wie gesagt, keine Ahnung, wie lange wir noch mit ihm weiterspielen werden oder beziehungsweise ob wir überhaupt mal mit ihm weiterspielen werden. Aber gut, wir fügen gleich nochmal Geburtstagskerzen hinzu und dann ist Regina dran. Regina, wo bist du? Ja, die ist natürlich irgendwo draußen und hat sich gerade mit dem Geisterhund unterhalten. Ach, Regina, ich bin schon so gespannt, wie das mit ihr dann weitergeht. Ich habe, glaube ich, noch nie so wirklich mit einem bösen Sim gespielt. Deshalb freue ich mich auf die Bösewicht-Story wirklich schon unglaublich. Und nun hat auch sie Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag, Regina. Regina hat schon das Merkmal Böse und sie braucht auch noch das Merkmal Eifersüchtig. Kann sie das schon haben als Teenagerin? Hier ist es, Eifersüchtig. Diese Sims werden schneller als andere eifersüchtig. Ihr Vertrauen steigt, wenn sie in der Nähe ihres Schatzes sind. Sie sind jedoch angespannt, wenn sie ihre bessere Hälfte eine Weile nicht gesehen haben. Also Regina ist jetzt böse und eifersüchtig. Und Teil der Disney-Challenge wird es sein, dass wir mit ihr das Herrenhaus-Baronesse-Bestreben abschließen. Deshalb nehme ich das jetzt gleich schon mal als Teenagerin. Und hier haben wir unsere Regina. Perfekt. Dann gehen wir jetzt gleich mal in den Create a Sim. Ich werde das jetzt aber ein wenig anders machen als sonst. Ich werde das Umstyling jetzt nämlich einfach gleich überspringen und zeige euch dann nur die Ergebnisse. Und ich bin endlich fertig. Das hat jetzt wirklich ewig gedauert. Aber ich zeige es euch einmal. Das ist unsere Alaska, also unser Schneewittchen. Ich finde, dieses Outfit hier sieht tatsächlich so aus wie das Kleid von Schneewittchen. Also zumindest ein bisschen. Und auch die Frisur habe ich an Schneewittchen angelehnt und auch den roten Lippenstift. Dann haben wir hier ihre Abendkleidung. Ich wollte, dass sie einen etwas unschuldigeren und irgendwie so niedlichen Stil hat. Dann haben wir hier noch die Sportkleidung. Das ist die Schlafkleidung, die Partykleidung, die Badekleidung, heißes Wetter und kaltes Wetter-Outfit. Wie ihr seht, meistens habe ich es tatsächlich geschafft, immer blau und gelb mit reinzubringen. Nicht immer, aber bei den meisten Outfits ist mir das gelungen. Oh, und übrigens, sie ist der schönste Sim, den ich jemals gesehen habe. Schaut euch dieses Gesicht an. Ich finde sie einfach wunderschön. Aber gut, machen wir gleich mal mit Regina weiter. Das ist unsere Regina. Auch sie ist einfach nur bezaubernd. Aber sie soll ja die böse Königin werden. Deshalb habe ich bei ihr sehr mit Schwarz und Violett gearbeitet. Und ich habe ihr auch einen rosaroten Lippenstift gegeben. Beziehungsweise bei Abend- und Partykleidung hat sie auch diesen lila Lidschatten. Weil den hat eben auch die böse Königin in Schneewittchen. Das ist ihre Abendkleidung. Hier haben wir die Sportkleidung, die Schlafkleidung,
das Party-Outfit, die Badekleidung, heißes Wetter und kaltes Wetter-Outfit. Sie hat noch kein kaltes Wetter-Outfit. Ups, das habe ich anscheinend vergessen. Ich gebe ihr diese Hose, die mag ich eigentlich ganz gern. Dann bekommt sie irgendeine Jacke. Was ist eine gute, böse Jacke? Ja, nehmen wir einfach das. Das sieht ein bisschen komisch aus, aber ist doch egal. Und dann noch irgendwelche Schuhe. Schnell, schnell, schnell. Ja, nehmen wir einfach die. Perfekt. Und das ist unsere Regina. Bei den Jungs habe ich tatsächlich fast nichts gemacht. Also hier haben wir unseren Danny. Ich habe ihm nur Abendkleidung gegeben. Und dann haben wir auch noch unseren Jasper. Auch bei dem habe ich eigentlich absolut nichts geändert. Der sieht auch sehr, sehr wild aus. Aber wie gesagt, mit den beiden spielen wir ja nicht. Und ich habe schon nur für die beiden sehr, sehr lang gebraucht. Deshalb spielen wir jetzt einfach gleich mal weiter. Und die Familie wird jetzt noch ein wenig Geburtstag feiern, beziehungsweise Iana wird sich mal wieder bald verwandeln. Könnt ihr bitte den Ofen ausmachen? Ich möchte nicht, dass es hier schon wieder brennt. Oh, die sind alle so süß. Ich finde das absolut großartig und ich freue mich schon so auf die Disney Legacy. Aber ich werde den Tag jetzt einfach noch weiterspielen und wir sehen uns dann morgen bei der Hochzeit wieder. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Raya hat mich heute angerufen, dass sie fremde Werwölfe vor ihrem Haus sah. Danny hat erzählt, dass ein fremder Mann ihn heute vor der Schule angesprochen hat. Und auch Alaska fühlt sich ständig verfolgt. Und nun kommen wir zu diesem Tag, der der schönste unseres Lebens werden sollte. Im engsten Kreis gaben wir uns das Ja-Wort. Lilly und ich, für immer vereint. Alles schien wunderschön. Doch plötzlich... Sie kamen von überall. Ich verlor komplett den Überblick. Mit Alaska und Regina an der Hand floh ich in den nächstgelegenen Wald. Lauft weg und kommt nie wieder zurück, war das Letzte, das ich ihnen sagte. Dann drehte ich mich um und ich wusste, ich würde die beiden nie wiedersehen.